Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Assetto Corsa. Und was für eine Folge, wir sind zu Gast beim Finale der abgefahrenen GT3 Liga, der abgefahrenen Steam-Gruppe sozusagen, die sich da organisiert hat. Und das ist wirklich ein geiles Spektakel. Die Jungs haben, ich weiß gar nicht, in den letzten Monaten auf jeden Fall die Liga hier gefahren. Es gibt einen Punktestand, den ich gleich noch zeigen werde. Und das ist schon eine fette Sache. Jetzt darf ich hier beim Finale dabei sein. Wir fahren die GT3-Klasse auf der Nordschleife in der Endurance-Variante und das Ganze nicht kurz, nein, sondern 1,5 Stunden, also circa 10 Runden. Das wird, ja, eine heftige Sache. So lange bin ich mit dem neuen Lenkrad noch gar nicht gefahren am Stück, aber mal sehen, wie es wird. Also auf Platz 1 der Cassie. Wir können ja vielleicht auch mal gleichzeitig uns die Qualifikationssachen hier so anschauen. Ich habe mich jetzt einfach mal auf Platz 4 vorgeschlichen. Ich weiß gar nicht, hätte ich vielleicht von hinten starten sollen aus Höflichkeit. Ich wollte üben und bin dann eine Runde gefahren. Und hab dann gedacht, ja okay, dann fährst du auch durch. Ja, und dann ist diese Zeit aber rausgekommen. Aber wahrscheinlich, hier sind ja noch ein paar unterwegs, die werden mich bestimmt noch überholen. Okay, hier die vielleicht nicht. Naja, gut, Vondrasil auf Platz 1. Der ist in der Liga, wenn ich hier mal so schnell gucke, auf Platz 3. Cassie ist in der Liga auf Platz 1 mit 177 Punkten. Dahinter kommt der Sheep auf Platz 2 mit 98 Punkten. Dann Vondrasil, dann Alpaka, Steph Röder auf 5, Matt Schober auf 6. Ich mach das hier weg, damit das nicht verwirrt. So, ist jetzt der aktuelle Liga-Stand, ne? Steph Röder auf 5, Matschober 6, Daniel 86 auf 7, Bobo auf 8, Jared auf 9, Genki Sun auf 10, Milton Nacker Alex auf 11, Razer auf 12, Dominik auf 13, ich weiß gar nicht, ob der heute mit dabei ist, DNB auf 14, Akkel BC auf 15, Ketal 84 auf 16, ja, Martin Wagner, ich habe gerade kurz schwanger gelesen. Entschuldigung, Martin Wagner auf Platz 17, Christian Paul auf 18, Oberstone auf 19, der Dan auf 20 mit einem Punkt hat er, glaube ich, ja, und ich dann mit 0 Punkten dahinter, natürlich aber komplett außer Wertung, weil ich halt nur, ja, dieses eine Rennen hier mitfahre. Danke Jungs, dass ihr mich eingeladen habt, sehr, sehr coole Sache, ich muss auf jeden Fall auch mal aktiver wieder in der abgefahrenen Teamgruppe werden, das gibt es ja eigentlich gar nicht, dass ich da nicht reinschaue und ja, auch generell so wenig Multiplayer-Action. Wir können uns mal eben hier das Setup angucken, was der gute Sheep für uns gebastelt hat. Da geht's los. Reifen, wir fahren auf Mediums, wir fahren mit 65 Liter, so dass wir 5 Runden schaffen. Ich weiß nicht, wir müssen gucken, was die Reifen aushalten, wahrscheinlich mehr so 3-4 Runden anstatt 4-5 Runden, aber ich will dann lieber auf Nummer sicher gehen und nicht zu früh in die Box müssen vielleicht. Hier sieht das Ganze so aus, hier sieht's 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 so aus. Hier habe ich, ich hoffe, das ist so gut. Er hat mir gesagt, mach den Fehler, wie ich etwas runter, weil die Karre so zu hoch ist. Ich mag es aber gerne, gerade auf der Nordschleife, wenn die etwas höher ist und dann auch vielleicht etwas weicher. Deswegen habe ich auch hier mal an der Federrate ein bisschen rumgeschraubt, so wie es mir empfohlen wurde. Danke schon mal fürs Setup. Grüße an euch alle. Schön, dass ihr mit dabei seid und mich mit dabei haben wollt. Finde ich ganz cool. Ja, und jetzt können wir uns vielleicht hier nochmal die Qualifikationsplatzierung angucken. Da hat es der Sheep auf Platz 1 geschafft. Ich habe doch gesagt, der fährt noch und der wird mich hier definitiv auch abledern. Vondrasil auf Platz 2, Alpaka auf 3, Akkel heißt es wahrscheinlich, ne? Akkel BC auf Platz 4, DNB auf 5, ich auf 6, Cassie auf 7. Ich werde mich natürlich ein bisschen zurückhalten und jetzt nicht überall mitfighten oder so, sondern ja, ganz normal meinen Flow, sag ich mal, machen, aber jetzt nicht hyperaggressiv. Ich werde wahrscheinlich eh nicht vorne mithalten können, die werden mich nach und nach überholen. Ich meine, Cassie ist ja Liga in der Liga, also Leader in der Liga, so rum natürlich. Der Liga-Leader und dementsprechend wird er natürlich im schnelleren Z4 GT3 an mir vorbeiziehen. Das wird klar sein. Der fährt ja auch hier gerade noch. Der wird wahrscheinlich so eine ähnlich schnelle Zeit raushauen, wenn nicht sogar noch ein paar Sekunden da abziehen. Matt Schober auf 8, Steph Röder 9, Bobotron auf 10, Jared auf 11, GER Alex auf 12, Christian Paul auf 13, Martin Wagner auf 14, Nobody ist 15. Also keiner ist auf Platz 15, machst du nichts. Mike Elele mit dem R8, 16. fährt aber ein Z4 GT3. Bamubus ist 17. Kital 84, 18. und Oberstone 19. Sonst ist, glaube ich, keiner dabei. Also erstmal danke, Duki, dass du heute hier bist. Ja, erstmal danke, dass ihr mich mitfahren lasst. Finde ich richtig nice. Ich hoffe, dass mit dem Video klappt hier alles. Ist auch das erste Mal, dass ich mit dem Open Broadcast Recorder so eine lange Aufnahme mache, aber ich hoffe, das dürfte alles klappen. Ja, und ich würde sagen, wir schneiden hier direkt mal zum Start und sehen uns gleich. So, und da sitzen wir im Auto. Es geht gleich los. Boah, ich bin ein bisschen aufgeregt, würde ich sagen. Ja, auch lang kein Multiplayer-Rennen mehr gefahren. Oder, was heißt Rennen? Community-Rennen. Die haben ja immer so ein ähnliches Charakter. Volles Feld, lange Sessions. Und das ist, glaube ich, schon ein bisschen was Geiles hier. Ich habe ein bisschen Angst, sagt der Matt Schober, ich aber auch etwas. Turn 1, Nürburgring GP-Strecke.
Naja, wir wollen es mal nicht versauen. Viel Glück an euch alle, die ihr das ja jetzt spät seht. Dann ist das Rennen ja schon gelaufen. Ich laber wieder Blödsinn. Ich konzentriere mich jetzt und bin erstmal ruhig. Da ist er schon vor uns. Er hat die Quali-Runde noch beendet, aber ich habe nicht gesehen, was er für eine Zeit gefahren hat, der Cassie. Aber offensichtlich war er noch hinter uns. Haben uns hier gut durch die ersten Kurven des Nürburgring-GPs gekämpft. Hinter uns der Matt Schober klingelt da schon an. Oh Mann, Konzentration. Ich werde das Quasseln vielleicht ein bisschen minimieren hier. Wir sitzen übrigens im McLaren 650 GT3, den hat man noch gar nicht in dem Video, was mich ein bisschen gewundert hat. Weil ich dachte, wir wären durch mit dem DreamPack DLC3, aber Pustekuchen. Oh Mann, da hat er uns. Da können wir schon nichts mehr machen. Oh, und da kommt noch der Nissan von hinten. Der zieht natürlich auch an uns vorbei, dieses alte Monster. Jetzt sind wir innen in der Schikane. Das ist auch nicht so geil. Nein. Oh nein, ich habe das Racen verlernt. Ich lasse mich hier komplett nach hinten durchreichen. Aber jetzt sind wir auch erst zu Hause. Jetzt geht's ja erst richtig los. Steff Röder hinter uns. Boah, der einen dicken Arsch. Ich fahre mit einem verkleinerten Field of View von 40, circa, vielleicht 40,5 oder so. Ich bin einfach mal ein bisschen runtergegangen. Ist nicht mein mathematisch korrektes Field of View, was ich eigentlich haben müsste. Aber ich finde es so geil, wie groß alles auf einmal aussieht. Die Fahrzeuge sehen riesig aus. Die Strecke sieht so breit aus wie die richtige Strecke. Boah. Oh nein. Da kommt der Steph von hinten. Glickenhaus ist auch dabei. Huch. Komm rum. Wieso schalte ich hier überhaupt? Ich würde noch im zweiten bleiben können. Oh, das macht aber Bock. Es juckt direkt wieder in den Fingern und ist richtig geil. Konnte Schieb am Schober vorbei, hat sich am Schober vorbeigeschoben. Boah, der scheint hier auch ein paar leichte Probleme zu haben. Hat vielleicht gerade schon die Bande geküsst und sich einen leichten Schaden geholt. Der ist nämlich an, der Schaden. Ein Auto habe ich in der Quali zerlegt. Ein Crash habe ich bisher gemacht in der Session hier, ansonsten blieb das Ganze noch recht unfallfrei. Scheiße.
Oh, da halte ich die Leute hinter uns ganz schön auf, hinter mir. Aber der Metschober natürlich auch ein bisschen. Boah, scheiße. Linie vergeigt, jetzt bloß nicht abfliegen, ja, boah. Was hat Zeit gekostet, aber wenn ich dann nochmal auf den Körb gekommen wäre, das nicht gut gewesen, glaube ich. Wer hat denn da so eine geile Lackierung? Guck mal in den Rückspiegel. Irgendwas Schwarzes mit blauen Leuchten. Ach so, das ist, ach so, der blaue Kotflügel vom Z4, alles klar. So, und hier haben wir eine leichte Schwäche, was Power, Topspeed, Beschleunigung bei hohen Geschwindigkeiten angeht. Oh, Matschober legt sich ab, das gibt's ja gar nicht. Ein großer Crash in Runde 1. Und Cassie ist vor uns, das heißt, Sheep hat sich ebenfalls an Cassie vorbeigeschoben. Geschiebt. Und auf der Minimap sehen wir auch, dass sich da noch keiner signifikant abgehoben hat. Oder absetzen konnte. Boah, ich muss mich echt konzentrieren. Ich glaube, ich bin noch mal ein bisschen ruhig hier. Sei denn, irgendwas Schlimmes passiert. Oh. Boah, Glück gehabt. Scuderia hinter uns ist auch rausgeflogen. Beziehungsweise ist da ein bisschen im Rallye-Modus unterwegs gewesen. Was ist mit Cassie los? Willst du mal Tag sagen im Video? Lang nicht mehr gesehen auf der Strecke, ey. Kurze gelbe Flagge. Er hat bestimmt sein Auto ein bisschen beschädigt und kann deswegen nicht volle Performance geben hier. Wir werden wahrscheinlich gleich in die Box abbiegen sehen. Mike, lelelelele. So, jetzt haben wir ein bisschen was zum Windschatten vielleicht. Naja, nicht wirklich, ne? Er haut ab. Und wir bleiben nicht dran. Aber guck mal, wie wir wackeln hier auf der Geraden. Muss das eine unebene Strecke sein? Also die Drettinger an sich. Mikey Lille kann sich da jetzt ranschieben natürlich. Reicht es für ihn? Ich glaube nicht. Das kann er nicht durchziehen, ne. Ich musste da ein bisschen früh bremsen, weil ich nicht wusste, was Cassie da macht. Der wurde auf einmal auch so langsam. Und er fährt nicht in die Box. Ich wiederhole, er fährt nicht in die Box. Ja, vielleicht auch gar nicht beschädigt. Was ist da los? Würde mich mal interessieren. Boah, jetzt kommt er aber. Jetzt kommt er aber. Das gibt's ja gar nicht. Ja, das gibt's ja gar nicht. Dann sind wir jetzt auf Platz 8. Komm, finde ich auch gar nicht so schlecht. Und ich hoffe, wir haben noch kein Duell verhindert, was dann wirklich in der Punktewertung noch entscheidend ist.
fahren. Ohne Traktionskontrolle, ABS steht auf 1. Steuern. Keine Scheiße bauen. Ah, verdammt. Das kostet Zeit hier. Ich habe sehr oft das Problem, dass ich zu früh zurückschalte und dann der Schaltvorgang nicht angenommen wird, weil die Drehzahl zu hoch wäre. Zu viel immer am Curb. Das ist nicht bei jeder Kurve gut. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Runde 2. Es wird so langsam warm hier im Renncockpit. Aber das ist natürlich auch realistisch. Eigentlich wäre es hier wahrscheinlich schon 50, 60 Grad drin. Ja, so viel weiß ich gar nicht. Wie warm wird es in so einem Auto? 50 Grad bestimmt, oder? Diese Stelle auf jeden Fall. Ich glaube, da können wir aber, wenn wir frische Reifen haben, Vollpress durch. Habe ich mich jetzt bloß noch nicht getraut. Mal gucken, vielleicht nach einem Boxenstopp. Oh, und da... Das gibt's ja gar nicht. Da konnte sich der Schober auch noch an Cassie vorbeidrücken. Was ist denn mit Cassie los? Zieht er das jetzt durch bis zum ersten Boxenstopp, wo er vielleicht dann Schaden reparieren lässt? Ich weiß es nicht. Oder ist Schaden reparieren lassen generell keine gute Taktik, weil es zu viel Zeit kostet? Oder ist ein Auto gar nicht beschädigt und der hat eine dicke Fliege im Auge? Ich weiß nicht. Ah, ganz schlecht genommen hier. Ja, aber ich habe mich in der Quali die Karre abgelegt in der Spiegelkurve. Cassie! Was ist denn heute Freitag, der 13. oder was? Vollmond? Ich meine, andererseits, wer mit doppelt so vielen Punkten führt in der Liga, der braucht auch, der kann auf Sätze rennen, kann er auch. Ja, pff, wieder Latte. Boah, wie schlecht. Gleich mal auf der Dettinger Höhe gucken, dass wir die Reifen-App anmachen eventuell. Und uns mal den Reifenverschleiß angucken. Vielleicht auch Temperatur.
nee. Guck mal, wie wir da aufsetzen und wie uns die Karre da rausschiebt. Das gibt's ja gar nicht. Linie komplett verkackt. Das war natürlich gerade gar nicht der Matt Schober, der den Kessi überholt hat, sondern der Michael Lille. Wie ich jetzt auch gerade sehe. Mal eben die linken Beinchen gehoben. Gar kein Problem. Boah. So, jetzt direkt mal hier rechts rüber, Tire Debug. Okay, wir sind bei 99 vorne und hinten. Temperatur ein bisschen niedrig sogar. Aber ansonsten alles okay. Das heißt, 4 Runden dürften drin sitzen, so gerade eben. Werden wir in Runde 3 nochmal im Auge behalten. .51767. Fünfter Platz, okay. Wird der Schieb wohl auf Platz 1 sein, weil er gerade nicht zu sehen war. Versau ich hier aber jede Kurve. Immerhin haben wir diese diesmal gekriegt. Nee, scheiße! Das gibt's ja wohl nicht! Oh, rechts angetitscht, jetzt ist die Windschutzscheibe kaputt, jetzt müssen wir mit so einem Crack hier fahren. Oh, nö! Und Aerodynamik hat wahrscheinlich auch einen sitzen. Och komm, ey, das ganz leichte Anstupsen.
Und die Schadensanzeige scheint auch die ganze Zeit anzubleiben. Die machen wir gleich erstmal aus. Steuerung Q. Was war es denn nochmal? Wehe, Steuerung Q ist quitt. Aha, ja. Oh, das ist ja blöd jetzt. Ja, weiß ich nicht. Lässt man sowas jetzt in der Box reparieren? Wird ja bestimmt nicht so viel Zeit kosten. Den zweiten Teil vom Adenauer Forst kriege ich nie gut. Den ersten, den Eingang schon nicht. Mittelteil geht die eine Linkskurve, aber danach ist auch wieder Kappes. Oh. Oh. Ich kriege diese Kurve einfach nicht. Es ist zum Mäusemelken. Wirklich sauber fahren wir gerade auch nicht. Es kostet alles Zeit, wertvolle Zeit, die wir eigentlich brauchen, um da vorne wieder ranzukommen. Wir hätten uns eigentlich jetzt auch schon noch 3 Runden neue Reifen holen und nachtanken. Dann fahren wir 4, dann sind wir bei 7, dann sind es noch 3, die wir dann mit dem letzten Stint machen. Das könnte auch gehen. Dann haben wir diesen Crack hier nicht in der Windschutzscheibe, die zerbrochene, gesprungene. Ja, und ich glaube, aerodynamische Nachteile haben wir jetzt auch. Weil irgendwie rattert das Leistungsdelta die ganze Zeit in den roten Zahlen nach oben. Obwohl ich nichts wirklich anders mache. Kommt mir zumindest so vor. Nicht dieselbe Scheiße. Genau dieselbe Scheiße nochmal. Aber wirklich genauso. Zu tief rein. Bisschen raus wollen und dann komplett raus. Richtig schlecht. Zum Glück sieht's keiner. Viel zu lange im vierten gewesen.
Mal wieder sehr unruhig, wenn man ihn wieder versucht, auf den Asphalt zu kriegen. Ja, wie ist es überhaupt? Wenn ich jetzt in die Box fahre, den Schaden reparieren lasse, ist die Windschutzscheibe dann auch erneuert? Ich meine, wird natürlich keiner machen, denke ich mal, aber... Vielleicht beim 24-Stunden-Rennen, damit du überhaupt was siehst, auch in der Nacht. Mann, das war schon ein Drittel. Nee, gar nicht. Dauert noch ein bisschen. Oh Mann. Ja, bin ich mal gespannt, wie das gleich funktioniert mit dem Boxstopp. Was machen wir? Wir gucken nochmal eben in die Reifen-App hinein. Aha, da sind wir bei 98,7. Okay, das sind noch annehmbare Werte. Da könnten wir theoretisch noch eine Runde mitmachen. Wir haben noch 28 Liter, das reicht auf jeden Fall. Da können wir beim nächsten Mal ein bisschen weniger mitnehmen. Bei mehr als 4 Runden werden wir, glaube ich, nicht fahren. Ja, und hier seht mal, guck mal, was wir da an Topspeed verlieren. Ja, also ich muss eigentlich auf jeden Fall in die Box, weil wir uns mindestens 20 km/h auf der Döttinger Höhe schon klauen. Und auch sonst aerodynamische Nachteile haben werden, denke ich mal. Deswegen fahre ich jetzt in die Box und lasse das reparieren. Vielleicht ist es ein dummer Move. Ja, das wird sich herausstellen. So, Boxengasse treffen, da ist sie. Da steht aber noch einer. Zack, da stehen wir. Repair Buddy auf jeden Fall. Und jetzt enden wir auf 50 und holen uns neue Mediums. Zack. So, Reifenwechsel animiert. Es wird getankt. Jetzt wird repariert dann gleich hoffentlich von der Zeit her. Ach ne, jetzt läuft oben die Reifenwechselzeit. Achso, die Zeitbalken oben rechts laufen gleichzeitig. Ja, okay, sagt mir das doch. Guck mal, hier können wir uns sogar umgucken. Ich hoffe, der springt gleich automatisch wieder in die richtige Kamera um. Ja, und ich hoffe, der Windscreen... Scheiß ist da weg hier. Oh, sieht aber schon ganz schön mitgenommen aus. Naja, Windscreen können wir eigentlich noch mitleben, wenn die Windschutzscheibe repariert. Ah, sie wird repariert. Sehr gut. Ach, sehr, sehr gut. Ja, haben wir jetzt natürlich ein bisschen Zeit verloren, aber müssen uns nicht die ganze Zeit mit einer kaputten Windschutzscheibe kaputt rumärgern. Und wir haben wieder neue Reifen. Wir haben Sprit. Können jetzt 4 Runden am Stück heizen. Müssen das aber auch, weil sonst wird es eng mit dem letzten Stopp. Ja, wurde uns die Taktik quasi aufdiktiert. Ich war erst mal überlegen, was machen wir jetzt? 3 Runden, 4 Runden, vielleicht doch 5 Runden. Wurde uns so die Entscheidung quasi abgenommen. Aber schön zu fahren, der McLaren, auf jeden Fall. Ich war ja auch immer ein Freund vom MP4 GT3. Und das ist natürlich der Nachfolger, der auch technisch sich gar nicht so verändert hat, beziehungsweise ist keine Neuentwicklung, glaube ich. Boah, wie man diese Kurve noch verkacken kann. Das ist, glaube ich, auch eine der schwersten Kurven für mich, der Übergang von GP zur Nordschleife. Und jetzt waren wir gerade hier schon wieder rechts an der Leitplanke, ziemlich nah dran. Das wäre ärgerlich gewesen jetzt. Kacke. Okay.
So, sind wir wieder mit voller Performance unterwegs. Weit und breit keiner zu sehen auf der Minimap. Doch da vorne ist schon einer im Argenberg, jetzt gerade Fuchsröhre. Boah, ist das ein fieses Teil. Kommt der da nochmal quer? Die Tendenz hat er schon die ganze Zeit durchschimmern lassen. Hundertfünfzigste Kilometer gerade hier. Ihr könnt ja unten links den Kilometerzähler sehen. Schöne App, Link dazu in der Beschreibung. Genauso wie zur Helicorsa-App. Boah, wie kacke! Boah, meine Fresse, diese Kurve, die kriegt mich aber heute jedes Mal. Das war knapp, da haben wir fast weggeschmissen hier, kurz vor Kilometer 11. Boah, da war noch ein fieser Huckel, der uns da hat aufsetzen lassen. Ich weiß nicht, ob das Fahrwerk noch ein bisschen zu hart ist. Gibt's nicht, ich krieg die einfach nicht gut, die Kurven heute alle. Es sind eigentlich alle Kurven, die wir nicht gut kriegen hier. Mann, Mann, Mann. Die Nordscheiße. Nein, aber es macht Laune. Es macht Laune. Nordschleife natürlich auch nach wie vor meine ultimative Lieblingsstrecke. Deswegen habe ich auch, als er gesagt hat, hier 10 Runden Nordschleife Ligafinale, gar nicht lange überlegt, als ich gesagt habe, jo, ich bin dabei, dass ich mir da lieber mal privat ein bisschen was für freiräume, weil es ja doch ein bisschen länger dauert als das, naja, als ein Durchschnitts-Assetto Corsa-Video, was dann vielleicht in der Aufnahme nicht ganz so, mal eben keine 2 Stunden dauert. Oh, jetzt aber auch mal wieder Konzentration bitte. Sehr unsauber gerade unterwegs. Das gibt's nicht. Nein, 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 nein. Ja. Boah, Leute. Direkt mal mit dem Fingernagel eine Kerbe ins Bein schrauben.
Boah. That was close, dude. Ich muss gleich unbedingt mal was trinken auf der Geraden. Alter. Das war ja wohl lächerlich. Das war ja wohl lächerlich. Ich bin so froh, dass wir keinen Schaden haben. Scheiße, scheiße! Windschutzscheibe ist nicht kaputt. Aber ich glaube, der aerodynamische Schaden ist wieder da. Alter! Och nee, ey! Ja, müssen wir jetzt mal die Höchstgeschwindigkeit im Auge behalten. Scheiße, 2,50 wieder. Och, das ist doch kacke. Ah, fahren wir jetzt wieder in die Box und lassen uns für 25 Sekunden den Schaden. Das holen wir doch niemals auf. Dann verliere ich doch lieber pro Runde 10, 12 Sekunden einfach so. Oh, ist das kacke. Ja, jetzt fahre ich auf keinen Fall rein. Jetzt eine Runde fahren wir noch. Mindestens. Nee, wir müssen noch mehr fahren. Wir können jetzt nicht wieder in die Box. Ah, ist das scheiße. Also wie wir links sehen, hat uns der Boxenstopp ungefähr eine Minute gekostet. Wenn wir also jetzt, da sind ja hier nach noch zwei Runden, die wir noch fahren, bis wir wieder in die Box fahren. Ja, das lohnt sich auf keinen Fall. Also dann fahren wir lieber die zwei Runden hier nach, noch nach dieser mit Schaden. Reparieren es dann nochmal in der Box und versuchen es für den letzten Stint, es nicht wieder zu versauen und dann nochmal einen Schaden reinzuballern. Oh nein, wie ärgerlich. Ja, ein bisschen frustrierend. Aber gut. Ist halt dumm gelaufen, ne? Wer scheiße fährt, darf sich nicht wundern, wenn die Karre in den Arsch geht. Und sollte sich lieber darauf einstellen, dass sie nicht mehr so fährt wie im Originalzustand. Hier auch mal ein bisschen vorsichtiger. Andererseits erreichen wir hier auch gar nicht die Geschwindigkeit wie mit einem intakten Auto. Aber ihr seht schon, auf 3 Minuten 2 Sekunden verloren. Das geht eigentlich noch. Das war gerade noch schlimmer mit dem Windschutzscheibenschaden.
sind Platz 6. Alles klar. Und 2 Minuten hinter dem Führenden. 120 Sekunden. Ah, es ist schon eine Menge. Aber Hauptsache, wir werden nicht überrundet. Das wäre schon mal ein Erfolg. Auch wieder eine knappe Geschichte hier. Exmühle, auch eh eine schwierige Kurve. Bei manchen sieht das so einfach aus, wie die rausbeschleunigen. Ich habe aber immer das Problem, dass mir der Arsch weggehen will, abhauen will. Im 5. Hier geht es gleich ein bisschen bergauf. Oder hätte der 6. vielleicht doch was gebracht? Ich weiß gerade nicht. Oh, hier müssen wir auf jeden Fall richtig Geschwindigkeit reduzieren, um gut durchzukommen. Hier vielleicht auch. Ne, geht. Geht. Klostertal und Mutkurve. Ja, ruhig ein bisschen driften. Gleich nochmal die Reifen angucken bei Gelegenheit. Dürfte nicht zu heiß sein, hat ja gerade auch gepasst mit der Temperatur und so überm Limit sind wir dann auch gar nicht. Oh, ich bin so langsam im Karussell, glaube ich. Diese scheiß rechts dicke Wand und diese rot-weiße Wand da rechts. Ist eine fiese Map. Boah! Oh, Sichtkontakt. Da war doch jemand. Das Feld war ebenfalls ein Beschädigter. Ein Z4, so wie es aussieht. Das ist Matt Schober. Überrunden wir den etwa? Kann ich schon fast nicht glauben. Deswegen fährt er da so rechts an der Wand. Ja. Also eine Runde auf jeden Fall noch. Ich wollte ja nach den Reifen noch gucken. Ja, guck mal, da macht er Platz. Grüße. Hup. Hört man natürlich nicht. Reifen sind okay. Machen sie doch, ne? Ja. 99er Value. Ja, müssen sie natürlich auch noch.
Die müssen ja jetzt noch zwei Runden halten. $8,57, gar nicht so schlecht, wie ich dachte. Verlieren wir also gar nicht so viel Zeit. Aber wir haben noch 25 Liter Sprit. Jetzt muss das natürlich noch reichen für zwei Runden. Alter! Würde der McLaren sich bitte bequemen, um die Kurve zu kommen? Was wäre denn Alternative? Ich guck gerade ein bisschen mit dem Sprit. Wenn wir mehr als 12 Liter verbrauchen, wird's schon eng. Was heißt, es wird eng? Dann wird's nicht klappen. Das heißt, wir könnten uns eventuell auch überlegen, am Ende dieser Runde nochmal in die Box zu gehen. Reparieren, nachtanken und dann alles für den letzten Stint, für die letzten 4 Runden nochmal schüssig zu machen. Es ist aber deutlich stabiler hier. Ja, was das Kurvenverhalten angeht, hat er, glaube ich, nicht viel eingebüßt durch den Schaden hier. Das ist einfach nur ein bisschen der Aerodynamik, die uns dann bei Höchstgeschwindigkeit und Beschleunigung in höheren Speeds ein bisschen Nachteil verschafft. Boah, wie ich hier aber auch regelmäßig den Gang nicht treffe. Der dritte Gang, der geht fast komplett immer an mir vorbei. Super Aussage. Aber hört ihr ja ziemlich häufig, wenn ich vom vierten in den dritten schalten will, dann macht es klick, klick.
Und beim zweiten geht's dann erst rein. Vorausgesetzt, der Ersteller dieses Videos ist fähig, das Ganze adäquat zu synchronisieren. Jetzt doch mal in den sechsten nur zu Testzwecken. Nee, da verlieren wir an Speed. Da liegt weniger Newtonmeter an. So, Karussell. Du Schwein. Komm her. Ah, super. Läuft perfekt. Immerhin fliegen wir nicht raus. Gehst du wohl in den vierten? Ja, wisst ihr was, Leute? Der Sprit wird nicht reichen. Und jetzt bei 15 Litern haben wir jetzt also 10 Liter verbraucht. Also, ja, okay, es könnte noch klappen, also es wird arschknapp. Dann würde ich schon quasi sagen, wir fahren jetzt in die Box. Wir fahren jetzt wieder in die Box. Tanken auf 60, 65 Liter hoch. Neue Schlappen. Ganze Aerodynamik. Oh. Alter! Wie kommt das denn hier? Ganze Aerodynamik und ja, wieder volles Potenzial in der Karre. Nochmal richtig abzurocken. Einen Pitstop müssen wir eh noch machen. Ja, und wir dürfen die Karre dann einfach nicht mehr wegschmeißen. Einfach, natürlich. Super easy. Haben wir ja gesehen. Aber so hier mit 250, was ist denn das? Ich habe auch keinen Bock, mit dem letzten Tropfen Sprit in die Box zu eiern. Darauf wird es nämlich hinauslaufen. Wir sind mit 25 Stadien, sind wir bei 13. Ich weiß, Hälfte ist 12,5, aber trotzdem. Wir fahren jetzt in die Box. Stellen uns zum zweiten Mal vor unser Crewmitglied hier. Und dann holen wir die Leute raus, die bestimmt schon schlafen hier. Unsere Boxencrew, zack. So, wir tanken hoch auf... Was nehmen wir denn mit? 38, ne? Machen wir 41 von mir aus. Slicks Medium, Repair Buddy und gib ihm. Ah, Repair Buddy dauert aber auch so lange. Ich glaube, das ist unabhängig vom Schaden. Wenn da irgendwas kaputt ist, dann dauert das immer genau die Zeit. Weil guckt mal, wie lange das läuft. Oder ist das länger als gerade? Oh. Schöne Crew auf jeden Fall. So, wir geben wieder Gas.
Und es kann weitergehen. Wir sind vermutlich immer noch Fünfter. Ach, Fünfter jetzt sogar. Okay. Gerade waren wir noch Sechster. Was ist da passiert? Egal, wir konzentrieren uns. Die letzten vier Runden, das letzte Drittel bricht hier an. Wir sind im Endspurt. Bin ich nicht auf 60 hochgegangen? Auf 60 Liter? Wieso haben wir da jetzt so 53 drin? Was habe ich denn? Hä? Ach, ich Idiot. Nee. Oh nein, ich Idiot. Ja, boah, ich kann nicht rechnen on camera. Das ist schlimm. Ich war früher der Beste in der Grundschule im Eckenrechnen. Ja, und das kann ich eigentlich auch. Aber sobald ich in der Aufnahme bin, ist das so, werde ich zum Eddie. Das ist wirklich traurig, ey. Das ist wirklich traurig. Ich habe auch 50 Liter ausgerechnet natürlich. Und dann das bisschen mehr hat uns da jetzt Glück gebracht und ja, die 3 Liter extra reingepackt oder 4, was es dann waren. Aber nochmal, im schlimmsten Fall 13 Liter pro Runde. Scheiße, dann wird's echt knapp. Wenn es 13 Liter pro Runde sind, sind wir genau bei 52 Liter und dann müsste es hinhauen. Fahren wir mit dem letzten Tropfen dann wirklich durchs Ziel. Bei 12 Liter sind es dann 48 Liter, die wir auf 4 Runden brauchen. Ginge dann noch. Und wir können ja vielleicht in der letzten Runde immer noch ein bisschen sparsam sein. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Runde 7. 2 Drittel des Rennens sind hier gleich durch. Und ziemlich genau jetzt eigentlich sogar. Ich habe noch nichts getrunken, wie ich eigentlich wollte. Aber so ist das. Wenn du hier eine Apfelschorle in McLaren liegen hast, die schüttelt sich natürlich durch. Da kannst du nicht aufmachen, sonst hast du alles verklebt. Ist natürlich klar. Leute, 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 wenn ihr mein Gesicht sehen könntet. Ah, ich beiß mir gerade auf die Faust und rede dabei, weil ich Bauchredner bin. Ey, das ist doch... unkonzentriert. Und ein bisschen zu schnell, ticken drüber. Keine gute Kombination. Holt man sich schon mal schnell eine gelbe Lippe? Mann, 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 Mann. Haben wir natürlich noch Glück gehabt, dass da nicht mehr kaputt gegangen ist und dass wir nicht heftiger eingeschlagen sind.
Aber trotzdem, Kacke hochziehen, ey. Gerade aus der Box gekommen, halbe Runde gefahren und boots, wieder Schaden drin. Ich wette, der wird uns auch wieder auf 250 begrenzen, quasi. Ich hoffe, es wirkt sich dann positiv auf den Spritverbrauch aus. Allerdings sind wir hier schneller als gerade, glaube ich. Mit Schaden. Oh, hier haben wir aber deutlich Probleme. Es ist jedes Mal das Gleiche. Ich verkacke den Anfang und ich verkacke den Ausgang. Oh, Mann. Ja, fahre ich leider keine Glanzleistung, es tut mir leid. Aber ich gebe mein Bestes. Ja, und finde es auch ein bisschen schade, dass wir hier etwas wenig Zweikämpfe und Gegneraktionen haben in den letzten zwei Dritteln des Rennens. Allerdings ist natürlich klar, so eine große Strecke wie die Nordschleife, relativ kleines Fahrerfeld im Vergleich, was man da sonst so im echten Leben drauf sieht. Schleicht sich auf der Minimap von hinten jemand ran? Boah, und so langsam tun mir die Pfoten ein bisschen weh auch. Immer sehr verkrampft, wie ich hier im Lenkrad sitze. Das ist nicht ganz so gut. Ja, und jetzt mal eben einen Schluck trinken. Okay, diesmal hat die Aerodynamik nicht ganz so einen Klatsch weg. 256 sind natürlich immer noch 10 km weniger, als wir im Taco-Zustand fahren würden. Sehr unsauber auch hier durch. Mann. Das war Runde 7. 9, 43. Ja, 42, 8, 1, 3. Stand auf jeden Fall wer in der Box. Zwei sogar. Aber es ist natürlich immer schwer zu sehen, ob die Leute dann gerade Boxenstopp machen oder schon aus dem Rennen ausgeschieden sind. Was denn jetzt gerade? Fünfter. Boah, mit 3 Minuten und 10 Sekunden Abstand zum Platz 1. Ah, come on. Ja, und das ist jetzt die vierte Runde mit Aerodynamikschaden. Das heißt, da können wir also auch nochmal 40, 50 Sekunden haben wir da bestimmt durch verloren.
Vorsicht, Vorsicht! Mutter der Porzellankiste, Vorsicht! Liter Sprit. 39 brauchen wir bei einem 13er Schnitt pro Runde. Dürfte also klappen. Mann, so langsam werden die Augen schwer, so langsam werden die Hände lahm. Die Zunge ist es eh schon. Wir haben Kilometer 257 auf der Uhr. Aber da ist die Quali-Session auch noch mit dabei, das ist die ganze Session heute. Schieb schreibt, oh Mann, in den Chat. Was ist da los? Da hat vorher einer in den Chat geschrieben, dass das Spiel einfach ausgegangen ist. Alex GER, glaube ich. Aber nach hier können wir besser im Fünften bleiben. Können wir besser im Fünften bleiben? Mutkurve im wahrsten Sinne des Wortes, weil er einfach mal einen Meter über den Grasstreifen. Ballast, meine Fresse! Da konnte ich echt einfach nur durchziehen und hoffen, dass die Karre jetzt nicht verspringt. Psst. Das war ja mal ein einigermaßen Karussell. Kann ich mich mit anfreunden? Würde ich nochmal Ticket verkaufen?
Ah, Mann. Aber diesmal nur 2 Sekunden von der besten Rundenzeit weg. Das ist alles doch schon recht konstant für meine Verhältnisse. Aber da ginge natürlich noch mehr. So, hier nach noch 2 Runden. Das mit dem Sprit sieht immer noch gut aus. Wir haben 4 Liter Überschuss, so wie es aussieht. Naja, sagen wir mal 2, 3, wir sind ja noch nicht am Ende der Runde. So, stehen 29 Liter drauf. Rechnen wir mal mit 28, haben wir 13 mal 2, 26, 2 Liter Überschuss. Müsste also hinhauen, wie so zur Hölle bremst der hier nicht mehr. Das war ja wohl der schlechteste Anfang der ganzen Session hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alter, was ist denn jetzt hier? Sind die Reifen zu heiß oder was? Nee. Was ist denn hier los? Nee, alles gut. Wert ist noch gut. Soll mir gelegen haben. Mann, Mann, Mann. Ja, Konstanz ist noch ein bisschen das, was mir fehlt auf jeden Fall. Ich beneide Leute, die ja Runde für Runde sauber abspulen können, ihre festgelegten Bremspunkte haben, Lenkrhythmus. Ich habe das Gefühl, ich reagiere immer nur, ach du Scheiße, ich reagiere immer nur auf die Situation, anstatt geplant und vorausschauend zu agieren. Wenn ihr wisst, was ich meine. So, jetzt mal einlenken und dann, mal gucken, wie es sich verhält. Und dann musst du so, zack, zack, zack. Und dann bist du eigentlich nur die ganze Zeit am Korrigieren. Anstatt sauber die Kurve zu fahren. Aber ich glaube, das ist nicht so mein Ding, mir das einzuprägen. Habe ich nicht so die motorischen Fähigkeiten für vielleicht, weiß ich nicht. Ah, da. 5. Platz. DNB vor uns. Michael Lelle hinter uns. Akel BC auf 2. Alpaka auf 3. DNB auf 4. Wir auf 5. Michael Lelle 6. Wodrasil 7. Dann Steph Röder, Bobotron, Martin Wagner und Oberstoned.
Das gibt es nicht. Komm, brems, jawohl. Jetzt nicht noch die Karre ablegen hier in den letzten zwei Runden. Das ist jetzt wirklich Endspurt. Es würde alles gut laufen. Wir kommen mit dem Sprit aus. Wir fahren einigermaßen Zeiten. Jetzt nicht noch hier Kacke bauen. Oh, hier gab es einen fetten Abflug. Habt ihr das gesehen? Reifenspuren auf der Straße. Waren wir das? Guck mal, da weiß ich schon gar nicht mehr, wo die ganzen Unfallstellen waren, wo wir es schon abgelegt haben. Erstmal, weil es zu viele sind und zweitens, weil mich das so einsaugt hier. Nee, wollte ich mal im fünften bleiben. Wäre vielleicht besser, ne? Vor allen Dingen noch unter 2,30. Schalt auch manchmal ziemlich früh. Genau, Nvidia GeForce Game Ready Driver ist jetzt verfügbar. Das ist die Nachricht, die ich gebrauchen kann. Nee, du bleibst da jetzt super lange. Aber hoffentlich seht ihr das gar nicht. So, Entschuldigung, musste ich mal eben wegmachen. Das hat mich genervt und ich glaube, es hat auch ein bisschen ein kleines Stottern verursacht. Der einen zur Seite wegkatapultiert, wie in so einem Flipperautomat. Mann, du. Wir gucken nochmal auf die Reifen-App. 98,6 hinten. 98,5 vorne. Ja, vielleicht mal 6 in Gang schalten. Das wäre doch mal was. Mann. Temperatur ist okay. Aber ich wäre echt ein bisschen ausgelaugt schon. Mal ein bisschen die Hände strecken. Ich habe das Force Feedback aber auch noch sehr hoch stehen. Hätte ich vielleicht runterstellen sollen. Oder mir Handschuhe anziehen sollen. Das hilft auch mal, habe ich gehört. Mit dem G27 ging das alles noch, aber so ein T500, da hast du schon manchmal... musst du schon ganz schön Widerstand
ja, dagegen ankämpfen sozusagen und dementsprechend anstrengend kann es dann auch werden. Aber da will ich mich gar nicht drüber beschweren. So, letzte Runde, Leute. Die letzte Runde bricht an. Wir fahren mit einer glatten Neuner als Fünfter in die 10. Runde ein. Haben 4 Sekunden auf Platz 1 aufgeholt. Waren wir schon mal bei 189, jetzt waren es 185. Ganz ruhig. Ja. Die Kurve mag ich auch überhaupt nicht. Obwohl ich theoretisch weiß, wie man da eigentlich durchfahren sollte. Das letzte Mal für heute. Einbiegen auf die Schleife. Hölle, Hölle, Hölle. Ja, da wird's echt anstrengend. Ihr merkt ja auch, wie ich mich mit dem Quasseln zurückhalte und so. Das ist, vor mir dann irgendwie, bevor ich eine Blödsinn quassel. Wie sonst eigentlich nie, natürlich. Halte ich dann aber vielleicht lieber die Schnauze und konzentriere mich. Haben jetzt noch 13 Liter Sprit übrigens. Es reicht also auf jeden Fall. Und unsere Taktik geht dann doch irgendwo auf. Die wir von Anfang an nicht hatten, sondern die einfach Freestyle-mäßig gekommen ist, wie es gerade ins Rennen passt. Mann, 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 Mann. Eine halbe Runde noch, in der wir nochmal
uns konzentrieren und zusammennehmen müssen. Die Augen werden echt müde und schwer. Boah, das hat mich aber sonst auch nicht so geschlaucht, ey. Ich glaube, ich bin ein bisschen außer Übung. Immerhin haben wir ja schon mal in Project Cars 18 Runden auf der Nordschleife absolviert. Beim 2,4-Stunden-Rennen. Das wären jetzt nochmal 8 Runden. Mir geht gerade die Spritanzeige an. Aber das ist okay. Wir sind nur unter 10 Liter gedroppt. Und dürften, wie gesagt, eigentlich jetzt keine Probleme mit dem Sprit haben. Sehr frustrierend, wenn man teilweise zweimal den dritten Gang nicht reinkriegt. Wie viel kann man da falsch machen? In wie vielen Varianten kann man noch aus dieser verdammten Kurve fliegen? Ich weiß noch ganz am Anfang, wo die Nordschleife hier neu war, wie mich das Karussell ebenfalls genervt hat. Und ich komme immer noch nicht so wirklich drauf klar. Da war das Mod-Version-Karussell deutlich angenehmer und mir eigentlich das liebere Karussell. Aber gut, suchst du ja nicht aus. So ist es nun mal. Da habe ich es natürlich lieber genauer und laser gescannt als zu einfach. Akel BC schreibt, ich bin hin durchgefahren durchs Ziel, oder was? Ja, tatsächlich, die sind durch. Wahrscheinlich ist er fertig mit der Welt, angestrengt und ausgelaugt. Oh Mann, das letzte Mal Döttinger Höhe. Zurzeit sieht es nach einer 8,55er Zeit aus. Und wir haben noch 5 Liter Sprit, das reicht. Also, wer ist alles schon durch? Ja, schiebt, denke ich, nochmal ganz vorne. Akel BC und das Alpaka ist auch gerade durchgekommen. DNB fährt noch. Und wir kommen dahinter. Mann, was für eine Action. Ja, ich kann ja vielleicht schon mal mit der Abmoderation anfangen, damit ich gleich schön schnell die Replay wegspeichern kann. Danke, dass ihr mich eingeladen habt, Jungs. Auf jeden Fall eine richtig geile Sache, hat mich sehr gefreut. Und ja, habt ihr vielleicht dann auch an meiner spontanen Zusage gemerkt. Okay, die meisten wussten es ja nicht, aber kann euch der Schieb ja sagen, dass ich nicht lange überlegt habe. Ja, und geil, dass ihr das auf die Beine stellt und das Ganze auch noch ja, mit abgefahren und weiterhin tätowiert. Ihr hättet euch natürlich auch nur über die Steam-Gruppe organisieren können und das Ganze Pferderally nennen können oder was weiß ich. Nein, ich find's geil, ihr seid ein Teil von abgefahren. Ihr seid eigentlich auch ein sehr großer Teil von abgefahren, weil gerade eben diese aktive Community sehr, sehr wichtig mir auf jeden Fall ist und das auch Spaß macht, mit euch zu interagieren. Und obwohl ich nicht so aktiv dann bin, wie ich es manchmal gerne hätte und wie ihr es eigentlich verdient habt, bin ich dann froh, dass ihr trotzdem dabei seid. Danke fürs Zusehen, schön, dass ihr dabei wart. Wir gucken uns hier nochmal. Boah, ich bin echt ausgelaugt. Schieb. Glückwunsch, Platz 1 auf jeden Fall.
Akel-BC auf Platz 2 und Alpaka auf 3. Das wird dem Cassie die Meisterschaft nicht nehmen. Da ist er. Der steht auch schon in der Box, hat schon aufgegeben nach 9 Runden. Wird ihm die Meisterschaft nicht nehmen. Glückwunsch auf jeden Fall an den Titel und Glückwunsch an Sheep für Platz 2. Michael ist 6., aber noch nicht im Ziel. Von Drasil, Oberstone, Martin Wagner, Steff Röder, Bobotron, Cassie, Christian Paul, Ketal 84. Wer fährt da noch so? Aha. Ah, hier wird auch noch gefahren. Wow! Bobotron, was zur Hölle? Guck dich das mal an. Wie sieht denn das von außen aus? Ja, okay, von außen natürlich ganz normal, aber die Karre sieht auch gar nicht so beschädigt aus. Geht auch, glaube ich, gar nicht im Multiplayer, warte. Aber das ist... Oh, wie kacke. Ja, gut. Auto beschädigt, würde ich sagen. Wer ist da noch so bei? Steff Röder, Martin Wagner, Oberstone, die fahren alle noch von Asyl. Und Michael Lelle ist jetzt auch im Ziel. Ja, ich glaube, das war's. Wir sind der schnellste 650 SGT3 im Feld. Das reicht mir doch. Bis zur nächsten Folge Assetto Corsa. Boah, jetzt erstmal eine Pause, ne? Mach's gut. Tschüss.